Kommen wir jetzt lieber zu einem meiner Lieblingsthemen, und zwar, na klar, zur Deutschen Bundesbahn. Da ist ja diese Woche wieder einiges passiert. Und hier eine wichtige Durchsage. Der nachfolgende Beitrag Bahn TV verzögert sich um voraussichtlich 3 bis 5 Minuten. Ja. Das überrascht mich jetzt nicht. Verdammt. Dann eben erstmal zu dem, was sonst noch passiert ist. Abgehakt. Die Woche aus der Sicht der Nachrichten. Kenia feiert seinen neuesten Exportschlager. President Made in Africa. Ja, er ist Amerikas Präsident, aber uns gehört er. Genau, hausgemacht nach original afrikanischem Rezept aus Muscheln und Knochen. Gerührt, nicht geschüttelt. Ich bat mit meiner Medizin Gott um Hilfe für Obama und Gott hat die Bitte erfüllt. Tja, jetzt müssen wir mit diesem unerfahrenen Typen leben. Hoffentlich geht das gut. Obama ist ein afroamerikanischer Marxist. Klar, im Kindergarten habe ich sogar das Spielzeug mit Freunden geteilt. Und jetzt kann ich meinen Kindern sagen, auch du kannst Präsident werden. Und was wird aus den Losern? Richtig, Moderatoren einer neuen Verkaufsshow. Mit McCains Goldschmuck könnt ihr nichts falsch machen. Alles Originale aus dem Fundus der Gattin. Zahltag für Amerikas Banken. Das Rettungspaket ist da. Dumm nur. Es gibt noch nicht viele Erkenntnisse, was die Banken mit dem Geld machen. Wir wissen es bisher einfach nicht. Wir aber. Guck mal, die AIG, die sind gerade auf Betriebsausflug in Kalifornien für $400.000 die Woche. Und das gemeinsame Rebhuhnschießen in England für 100.000 war auch ganz erholsam. Also, deutsche Banker, ran an die Pötte ist ganz einfach. Hosen runter, vorbeugen und auf Herrn Steinbrück warten. 500 Milliarden den Banken, dann ist der Schritt nicht mehr weit zu den Bankern. Und von den Bankern ist der Schritt nicht mehr weit bis zu dem Körperteil, wo diese 500 Milliarden dann transferiert werden. War sonst noch was? Ach ja, komisch, der Trauergloß ist ja auf einmal so fröhlich. Und der da auch. Wie kommt's dazu? Wir sind saufen gegangen.